Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich bei Flora und Fauna Serie. Glen Spey, 12 Jahre alt, ungefähr 50 Euro hier, Frühling, Sommer 2019. Immer 43% hier bei unserer Flora und Fauna Serie. Warum Flora und Fauna? Diageo hat einfach mal einige Classic Malts rausgegeben, damals in den 90ern, das waren 6 Stück. Und dann haben sie gesagt, Mensch, später wollen wir alles raushauen, was wir haben, in besondere Abfüllungen. Und Michael Jackson fand diese, nicht der Sänger, sondern der Whisky-Autor, der schon tot ist, fand diese Bilder hier drauf, weil da waren Flora und Fauna und diesen Namen blieb. Also wenn du nach Flora und Fauna online schaust, dann wirst du einiges dann davon erfahren. Glen Spey ist nicht Speyburn. Glen Spey ist nicht Spey Distillery, sondern Glen Spey ist jetzt hier Whisky Base Nummer 2925. Also, ich werde hier einschenken, ich werde ein bisschen was hier über die Distillerie erzählen und dann werde ich es vergleichen. Also, ich habe 10 verschiedene Abfüllungen mir gegönnt von der Flora und Fauna, die einfach erhältlich sind. Ja, so. Es gibt dieses Buch hier, was ich gut finde, den Malt Whiskey Yearbook. Ich lese aus dem Jahr 2019, allerdings auf Englisch und ich übersetze mal für mich ganz kurz hier. Also, Glen Spey ist in Rothes. Also, wenn man Rothes ist, ist dort, wo der, wie heißen die Hersteller hier von alle Potsdills, die man möchte dort in Forsyth? Man kommt über den Hügel rüber, Forsyth ist links, rechts ist dann Glen Grant. Das kennen wir dann, ist Rothes. Da gibt es auch denn dort in Rothes tatsächlich, was ist das hier? Da waren 4 verschiedene Distillerien. Glen Rothes, Glen Grant, Glen Spey. Und auch, wow, so Glen Rothes, Spey Burn, Glen Grant und dann Glen Spey. Sorry, ich schau mal, ob ich das hier besser machen kann in der Zukunft. Okay, wir haben James Stewart, 1878. Er hat tatsächlich hier diese Distillerie gegründet und hat den Namen gegeben Mill of Rothes. Und dann 10 Jahre später, oder noch nicht mal 10, 8 Jahre später kommt dann einfach mal James Stewart und kauft Macallan. Also, und das ist interessant. Und dann ein Jahr später kauft das W&A Gilby, was eine britische, Entschuldigung, eine englische Firma war. Und das war der erste englische Firma, der eine schottische Distillerie gehörte. Ja, also das war der first distill company to buy a Scottish malt distillery, der nicht aus Schottland kam. Diese Abfüllung ist sehr, sehr, ich sag einfach mal, einzigartig, denn es wird sonst nur produziert für J&B, also ein Blend. Und es gibt diese Sache, es gab 1996 auch ein Single Cask. Und es gibt ab und zu mal eine 21 Jahre alte, wenn man den überhaupt dann finden kann. Ja? Also 2010 kam diese 21-Jährige raus und seit 2001 gibt es hier der Glen Spey. Genug gequatscht, lass uns mal hier erzählen. 1,4 Millionen Liter im Jahr produzieren sie. Die haben tatsächlich, nice Nase hier. Die haben tatsächlich hier zwei. Sehr, sehr gut. Also, die haben 2 Spirit Stills und 2 Wash Stills und die haben ein Cloudy, also eine, nicht eine klare Wort. Also, wenn du jetzt hier dein Mash Tun hast, du schmeißt alles da rein und dann holst du auch diese Flüssigkeit raus mit der ganzen Stärke da drin und dann ist das sehr milchig, sehr, sehr bewölkt, sehr trüb. Genau, das Mensch, Jason und in Deutsch heute ist nicht unbedingt meine Forte. Also, der Glen Spey hat eine interessante jetzt hier Moment. Also, ich krieg schon ein paar tropische Früchte. Sehr viel Malz kommt dabei heraus, ein bisschen Vanille. Aber ich kriege auch eine, genau, einen Haufen Rauch und Jason und Rauch.
Also ein bisschen Nuss. Ich habe das. Also ich werde 10 Videos drehen über den nächsten paar Tagen zum Flora und Fauna. Und das ist mein allererster hier. Und natürlich fange ich mit etwas an, als das Space Side da ein bisschen Rauch da drin hat. Werden wir einfach schauen, wie gut ich damit klarkomme. Ja, also. Ja, genau, es war eine alte Oatmeal. Mühle, also ein Haferbrei-Mühle war das, ja. Wo denn hier James Stewart & Co. da die Distillerie damals reingetan hatte. 1878. Als eine cremige, vanillige, nussige Moment mit einem leichten Hauch von Rauchnoten. Ich habe einfach mir überlegt, soweit ich es tun kann, werde ich immer einen einzigen Whisky haben, mit dem ich die verschiedenen Flora und Faunas vergleichen werde. Ich will weiterhin vergleichen. Und das ist eine Flasche, die ich für mich wieder entdeckt habe. Ich glaube, Chris from the Pot Still ist dran schuld. Die Flasche ist schon seit 2 Jahren wahrscheinlich mein Besitz. Ich habe es einmal damals probiert und dachte, na. Aber dann habe ich es nochmal probiert und dachte, oh, also offenbar meine Geschmacksnerven haben sich da weiterentwickelt. Zum Glück, sagen wir mal, ja. Gut. 43%, 46% bei Altmore. Vielleicht ist das immer auch ein Problem, werden wir sehen. Also, gefällt mir. Also, wow, also Glen's Bay, 50 Euro finde ich ein bisschen happig dafür. Aber probieren wir. Slanche. Das war mein Control Whisky. Der hat ein bisschen Pfeffer, ein ganz leichter Rauch am Ende, eine schokoladige. Ich versuche diesen Rauch zu identifizieren. Aschenbecher ist es nicht. Am Lagerfeuer ist es auch nicht genau. Es ist, oh, genau. Marshmallows, die zu lange in der Feuer waren. Ja, genau. Also das war. Ich kenne diesen Geruch. Ja, genau. Also tut mal ein Marshmallow auf den Stock, tut das über Lagerfeuer, zünde das Ding an, puste es aus und dann tu es im Mund rein und genau eben dieser Rauch ist da, was da drin ist. Nicht schlecht. Also würde ich das bevorzugen? Nein. Aber werde ich das jetzt trinken können? Ja. Also wer mein Video gesehen hat zu Connemara, der weiß, der Fassstärke. Ich habe eine Bekehrungserlebnis gehabt, wo ich leicht rauchigen Whiskys, Highland Park, Connemara und so weiter, Glen's Bay, wirklich auch genießen kann und nicht nur rausspucken möchte. Eine gute, mittelmäßige bis auch langanhaltende Wärme und auch ein Abgang ist schön. Sehr, sehr, sehr gut. Also, Flasche kommt natürlich aus England. Man sieht diese Steuermarke, denn die überklebt hatten. Also, ein paar meiner Flaschen habe ich aus der Niederlande bekommen. Ein paar habe ich von whisky.de und so weiter. Zum Vergleich, der Altmore, 12 Jahre alt. Mehr Zitrus. Mehr Malz. Gefällt mir besser. Also, wenn das jetzt hier mein Standard ist, von allem, was wir hier verkosten werden, der kriegt von mir eine 3++. Wer meine Skala kennt, 1, 2, 3, 4 und dann 5 ist, warum wurde es hergestellt? Das ist ein 3++. Da muss ich sagen, der Rauch kriege ich gut mit, also leicht, leicht, also 4, 5 ppm wahrscheinlich. Ich habe ein neues System, was ich eigentlich hier machen wollte. Ich versuche das nochmal. Nase. Intensität? Naja. Mitte. Aroma? Rauchig, süß, malzig. Geschmack? Wie süß ist er?
Nicht sehr süß, nicht mittelsüß, ein bisschen zwischen unter, Mitte und nicht. Alkohol ist präsent, auch im Mund. Also der Alkohol ist wesentlich merkbarer als hier. Körper, also für mich Körper werde ich einfach übersetzen auch mit Mundgefühl, Gefühl. Und das ist eine ölige Moment. Das ist schön ölig. Also sehr gut. Intensität relativ intensiv, auch im Geschmack. Und der Geschmack an sich ist, wie ich vorher gesagt habe, dieser Marshmallow, der mit ein Lagerfeuer war, sehr viel Malz, ein bisschen Süße denn da, aber sehr nussig. Also eher eine Macadamien-Nuss als irgendwas anderes. Finish ist mittellang, also der hält echt gut an hier. Und ja genau, welche Art von Finish ist das? Süß, rauchig, malzig, Alkohol. Also das, was alles hier mitgeht. Was kriegt der von mir? Also diese ölige, nussige Moment gefällt mir recht gut, muss ich schon sagen. Also, der hat einen 3 plus verdient. 3 plus plus, 3 plus. Preis-Leistung 50 €, ach, 3 minus. Also, ich finde, der ist ein bisschen teuer. Man würde was viel, viel Besseres kriegen für sein 50 € irgendwo anders. Also, von daher muss nicht sein. Ja, Frage des Tages. Von den 4 Whiskys, die ich erwähnt habe, denn dort, das ist Glenrothes, das ist Glen Grant, das ist hier Glen Spey und der vierte vergesse ich immer wieder. Ach, von diesen drei, Glen Rothes, Glen Grant und Glen Spey, welche Abfüllung würdest du denn da nehmen? Also, Glen Grant, 18 Jahre alt, ist natürlich cool. Ein Glen Rothes, so ein irgendwie ein Jahrgang-Ding von, keine Ahnung, 74 oder was, ist so 400, 800, vielleicht sogar 1000 €. Aber welche von den drei, also Glen Grant, Glen Rothes und Glen Spey, würdet ihr nehmen, denn die kommen aus dem gleichen Ort? Übrigens, wer zu da Glen Rothes hingeht, also besser gesagt nach Rothes hingeht, Glen Grant, die Distillerie-Tour lohnt sich echt nicht. Sorry. Also Glen Spey gibt sowieso keine Distillery-Tour denn da. Gut, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Daumen nach oben bitte. Also abonnieren, falls noch nicht. Immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Also es gibt noch ein bisschen was davon. Ich habe das die Verteil ich habe die Flaschenteilungen online gemacht. Das war ein Set. Und ich möchte es auch gerne als Set denn da weiter verkaufen. Dann ist es einmal weg. Und auch ich möchte einfach mal so sagen, danke, danke, danke an alle meine treue Kommentatoren unten. Also schön, dass es euch gibt. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Jeden Tag 17:30 Uhr ein Video und Sonntagabend um 21 Uhr dann Livestream mit Whiskey Jason und irgendein Gast. Bye, bye.